Ja, hallo zu einem weiteren anderen Let's Play Plants vs. Zombies. Wir spielen hier weiter unser, wie heißt es, unser Profil Anno-LP. Wir erinnern uns, wir sind jetzt auf dem Dach gewesen im Level 5.3. Haben schon erst Minispiele und Rätsel freigeschaltet und gespielt. Und uns im Laden noch nichts gekauft, denn wir sparen gerade auf diese Dachreiniger. Also sozusagen das Äquivalent zum Dach, zum Rasenmäher auf dem Dach. Haben schon die ersten Pflanzen gekauft, das Ganze für den Pool haben wir natürlich schon. Und joa. Die Aufmerksamen unter euch werden gemerkt haben, dass ich mittlerweile bei über 300 Abonnenten bin und da muss ich einfach auch an dieser Stelle nochmal ein sehr richtig fettes Dankeschön ausbringen. Das ist einfach so. Wow! Ich meine, hallo, 300 Abonnenten nach, ich glaube, 3 oder 4 Monaten, die ich jetzt hier bin, das ist ein grandioser Aufstieg. Ein echt grandioser Aufstieg. Also, das hätte ich mir. Ich mir meinen kühnsten Träumen nicht erdacht. Ich habe so gedacht, ja, okay, wenn du so anfängst, so am Anfang wirst du halt, bleibst du erstmal, wirst du zweistellig, recht schnell, aber musst dann lange, lange Let's Playen und lange aktiv dabei bleiben, um dann schön viele Abonnenten zu bekommen und jetzt einfach mal prompt einen Buff bekommen. Dann noch ein Buff in Form von Roost replaced, ein bisschen im Feed gepostet worden bei Pilo und dann jetzt der Kanal des Monats geworden und Peng! Über 300. Das finde ich mega geil. Und was noch besser ist, ihr seid ja nicht nur 300 Abonnenten, sondern ihr seid 300 aktive Abonnenten. Ihr guckt meine Videos, ihr kommentiert meine Videos und das finde ich das Beste. Vor allem, weil ich jetzt seit einem neuen Update oder seit der neuen Einstellung von hier. Google Plus tatsächlich wieder eure Kommentare kommentieren kann. Und das finde ich einfach mega. Und die anderen Aufmerksamen unter euch werden gemerkt haben, dass ich mal eine andere Begrüßung habe. Und zwar wurde sich unter einem Video beschwert, dass ich ja immer sage, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt die Frage an euch. Stört euch das oder ist das okay für euch? Oder ansonsten, wenn es euch stört, dann sagt nicht, ja, das stört mich, das ist scheiße, sondern dann sagt, ja, das stört mich, das finde ich nicht so gut, probier mal lieber das und das. Das fände ich schon, das wäre sehr gut und sehr produktiv und jetzt wirklich genug geschwafelt. Ab ins Abenteuer. Dach von Anno LP, ja. Und wir kämpfen gegen Leiterzombies. So Lust gar nicht. Na dann, Niente. Das heißt, wir kämpfen mit dem. Und. Ja, mit was kämpft man denn noch? Kämpfen wir mit dem? Nein, mit dem. Ja. Hochfallnüsse brauchen wir nicht. Buchwalnüsse brauchen wir nicht. Nehmen wir das zum Trollen? Oder nehmen wir irgendwas anderes zum Trollen? Nehmen wir noch das, falls wir reagieren müssen. Wobei, nein, wir nehmen das, weil das, glaube ich, Leitern kaputt machen kann. Versuchen wir es einfach mal. Eventuell brauchen wir es auch gar nicht. Ja, Aufbau ist ja eigentlich Standard, kann man sich schon fast schnarchend in die Ecke legen. Wie es hier mit dem Aufbau im Moment aussieht. Denn ersten 3 Sonnen sind Standard, kennt man. Ich mach's jetzt mal ein bisschen sehr greedy. Ich platziere die 4. Sonne noch vor der Kartoffelmine. Ja, richtig hart. Und habe dadurch halt jetzt einen kleinen Buff, was hier die Sonnenenergie angeht. Weil der stirbt ja eh erst, wenn er da ankommt. Und das erreicht er, wenn er wartet. So, das Problem ist dadurch jetzt, dass meine Kartoffelmine
noch nicht fertig ist, noch auf Cooldown ist, naja, wird sie halt für den dritten Zombie benutzt. Der Zombie müsste anhand von diesem Maiskolben verrecken. Ja, jetzt wird er gestunt. Super. Läuft bei uns. Fangen wir mal an, weitere Pötte zu pflanzen. Damit hier auch ganz alles mit rechten Dingen zugeht. Alles funktioniert so, wie es soll. Ja, da können wir jetzt natürlich noch keinen Pott pflanzen. Pflanzen wir da einen Pott. Jetzt müssen wir gleich ganz unten einen Pott pflanzen. Um dort das nächste Cola-Pult zu setzen. Ne, Corner-Pult. Joa. Alles in allem spielen wir hier jetzt erstmal ein bisschen SimCity. Würde ich sagen. Ja gut, der wird auch erstmal jetzt aufgehalten. Ja, ja, der kommt nicht durch. Ja, jetzt fliegt hier Butter. We butter the zombie with butter. Läuft. Ich weiß gar nicht, wie viele Reihen kann ich eigentlich nach vorne gehen? Weiß da noch wer eine... irgendwelche Zahlenwerte? Ich habe da nämlich überhaupt keinen Plan mehr von. Ich glaube, wir gehen mal bis dahin. Und in der Mitte ist natürlich gleich... so ein Pylonenkopf-Zombie. Ein Zombie, den man gar nicht brauchen kann, wenn man gegen Zombies kämpft. Naja, ja, ich weiß, der war jetzt ein bisschen ungeschickt, aber auch der wird jetzt aufgehalten. Na, schade, zu langsam reagiert. Ganz langsam. Ganz, ganz langsam reagiert. Aber auch da wird jetzt alles aufgehalten. Also läuft. Und funktioniert. Funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es funktioniert. Und das ist das, was wichtig ist. Und dann funktioniert es, dass wir hier jetzt mehrere Reihen mit den ganzen Cornerpulten haben. Und dadurch genug Chancen auf Butter gegenüber den Zombies. Diese Kombi ist natürlich jetzt ganz blöd, dieser Kürbis da in der Mitte. Aber ich meine, kann man nichts gegen machen. Ist halt so. Passiert, kommt vor, ist so. Der knuspert jetzt da dran rum und kriegt's aber nicht kaputt. So will man das ja haben. Nein! Blödmann-Zombie. Probieren wir mal was. Gut, das hat funktioniert. War das jetzt billiger als ein neuer Kürbis? Nein. Hat sich das damit gelohnt? Auch nicht. War es eine Aktion, die sich zu testen lohnt? Auf jeden Fall. Insofern... just throw zombies, if you play Plants vs. Zombies. Außerdem haben wir es. Ich meine hier unsere Defense, die drei Corner-Pulte hier reichen gemeinhin aus, um hier alles aufzuhalten, aber auch wirklich ganz alles. Und damit ist die ganze Geschichte dann auch gegessen. Ich meine, hier fliegt hier jetzt genug Butter in jeder Lane.
aber wirklich genug Butter. Und insofern darf man dann jetzt auch mal ein bisschen anfangen rumzutrollen. Aus dem simplen Grund, weil man es einfach kann. So, und jetzt haben wir hier ein sehr symmetrisches Bild, wenn da dann gleich endlich der Kürbis drauf kann. Und der verreckt. Nein! Was soll das? Wieso kommen da... Na gut, lassen wir sie uns wechseln. Oben, unten, links, rechts, vorne, hinten, überall verrecken Pflanzen. Auf Grund von Zombies. Und kommen rüber über die Geschichten, über die sie nicht rüberkommen sollen dürfen. Eigentlich. Na, ändern kann ich das jetzt auch nicht mehr. Insofern ist gut. Ich möchte ein symmetrisches Abschlussbild haben. Zack. Schön, oder? Schön, gefällt mir. So, wir haben wieder eine neue Pflanze. Ziemlich obvious bei Plants vs. Zombies. Also pflanze sie auf einem Pilz, um ihn aufzuwecken. Die Kaffeebohne. Ja, natürlich, Kaffeebohne, Koffein und so weckt, macht müde morgens munter. Und auch Pilze tagsüber, wahrscheinlich. Ja. Ja, die ist jetzt auch dieses Mal ziemlich wichtig. Wir nehmen das und das. Und dürfen die Sonne nicht vergessen und die vergessen wir nicht. Nehmen wir den mit, so zur Sicherheit. Schwierige Entscheidung. Sehr schwierige Entscheidung. Wir nehmen einfach mal den zur Sicherheit mit, auch wenn ich ihn pauschal das hoffentlich gar nicht brauchen werde. Und diesmal werden wir auch wieder mit 3 Sonnenblumen into Kartoffelmine arbeiten. Das heißt, die Build-Order ist jetzt fix. Wir haben gemerkt, der ganze Rest ist blöd und macht nur Stress. Zack. Jetzt haben wir halt lang genug Zeit, dahin zu watscheln und dann ist der nächste fertig. Und dann hat man auch hier genug durchsaturiert eigentlich. Uneigentlich natürlich nicht. Uneigentlich hat man eigentlich nie genug saturiert. Hier bei Plants vs. Zombies. Aber wir sagen einfach mal, man hätte. So, da möchte der Erste es gleich wissen. Kriegt da mal ein Cornerpult vorgesetzt. Irgendwie schaffen wir das mit dem Cornerpult trotzdem. Also können wir den Nächsten auch einfach... Ah, ich weiß nicht, bei welcher Order wir bleiben sollen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich jetzt wissen, wo der nächste Zombie kommt. Da es noch ein einfacher Zombie ist, kriegt der auch so ein Ding und der nächste, so ein Cornerpult. Und der nächste Zombie bekommt dann von mir schön den die Kartoffelmine vorgesetzt. Und natürlich kommt er in die gleiche, in die Ecke, wo ich den Pilz aufwecken möchte. Natürlich. Wieso auch nicht? Meine Güte. Dieses Spiel. Die Mobbing-Logik dieses Spiels ist auf jeden Fall sehr stark. So, da muss jetzt die Kartoffelmine dran, eindeutig. Auf jeden Fall, wenn ihr euch fragt, auch wofür ist das da? Natürlich ist das da für den ganzen magnetischen Krams. Und der Kürbis ist halt da, um es zu schützen. Eigentlich ziemlich einfach. Denkt man sich immer so ein bisschen.
einfach ist auch irgendwie relativ, glaube ich. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. In meiner Zeit als Spieler und Let's Player jetzt. So, im mittleren Sektor kommt jetzt was. Da muss aber erst der Kürbis hin. Und dann die Pflanze. Oh, Geld. Wir können uns gleich den Dachreiniger leisten. Jetzt kommen natürlich in der mittleren Lane, in der oberen Lane mehrere Zombies. Wieso auch nicht? Das war jetzt auch keine ernst gemeinte Frage. Einfach so. Kommen einfach nicht. Eigentlich. So, jetzt habe ich hier drei aktive Magneten. Damit ist einiges an Schutz gegeben. Damit ist wirklich einiges an Schutz gegeben. Denn die ganzen Leitern, Zombies und so können damit keinen wirklichen Schaden mehr machen. Und der Football-Zombie ist damit dann auch butterweich. Zack, da hat der erste seine Leiter verloren. So wie es sein soll. Und diese Leiter hängt jetzt auch nicht an dem Pilz, sondern die hängt in dem Magneten. Aber ich denke, das braucht man euch nicht mehr erzählen, dass sowas wisst ihr und könnt ihr erkennen. Sofern ihr hier zuguckt und nicht nur zuhört. Weil ich das jetzt auch schon von Leuten gehört habe, dass sie sich gar nicht angucken, was ich hier spiele, sondern einfach nur zuhören. Finde ich auch gut, wenn Leute meine Stimme so angenehm finden, warum nicht? Mit meinen Videos darf... Meine Videos darf sich jeder eigentlich so anhören, wie er möchte. Schneller, langsamer, lauter, leise. Warte. So, das Warte war, weil es geklopft hat. Meine Schwester wollte gerade mal wieder ihre neueste Schuherrungenschaft vorstellen. Naja, jetzt sind wir ja wieder da. Alle zusammen. Um hier Plants vs. Zombies zu spielen. Und unsere mittlerweile ja nicht mehr Rasenverteidigung, sondern Dachverteidigung ist ziemlich imba. Nein, nicht imba toss, sondern einfach nur imba. Hier diese Magnete und Kürbisse rocken ziemlich. So ziemlich, dass hier nicht mal mehr... ja, auf dem zweiten Quadranten kommen sie tendenziell noch, aber höher als das kommen sie, also weiter als das kommt eigentlich kein Zombie mehr. Weil sie so früh schon mit jetzt auch aufgehalten werden. Na gut, ich sag's und gleich wieder frisst sich einer am Kürbis. Tut sich einer am Kürbis gütlich, aber zack, da ist auch wieder dem nächsten Kürbis seine, der Nascher von ihm gebuttert worden. Und ich nehme jetzt mal schon hier diese Reihe Sonnenblumen jetzt weg, weil ich einfach nicht mehr weiß, wohin mit meinem Geld. Setze ich noch weiter vorne meine Defense hin, dann kann ich sie gleich eigentlich einpacken. Insofern läuft das hier gerade. So, ich möchte den Kürbis jetzt schon wieder auffüllen. Weil ich weiß, im letzten Ding werden ja hier Zombies gedroppt von den Bungee-Viechern. Und dann will ich vorbereitet sein. Halt so, um dann einen Kürbis fertig zu haben.
zack, da sehen wir es, der Zombie wird gleich nicht mehr so viel vertragen, aber zur Unterstützung gibt es auch da jetzt das Cornerpult. Weil ich halt jetzt genug Geld für einen Kürbis habe im Moment. Meine Güte, fliegt hier viel Kram durch die Gegend. Diese wenig Schaden machenden Maiskörner und diese extrem heftige Butter und Metallobjekte. Ganz wichtig, Metallobjekte fliegen hier auch durch die Gegend. Zumindest auf Seiten der Zombies. Auf zu unseren Sachen. Zack. Und et voilà, der letzte Kürbis war eventuell ein bisschen unnötig, ein bisschen overcommitted, aber ich meine, wie häufig kann man sich hier sowas schon mal ansehen und das ungecheatet, sich komplett erspielen? Kann ich den jetzt auch gleich wegmachen? Na, unten ist ein bisschen angeknuspert. Aber naja, also auf jeden Fall, wie häufig sieht man hier, dass ohne zu cheaten keine Sonnenblumenpflanzen mehr da sind und einfach mal 6 Reihen Cornerpulte. Naja. Wo sieht man das sonst? Nirgendwo. So, du hast eine Gießkanne gefunden. Gießkanne. Jetzt kannst du den Zen-Garten-Modus spielen. Ja, Zen-Garten müssen wir ja erst zur Beruhigung. Ah, ich habe eine Gießkanne gefunden. Ja. Ja, mein Zen-Garten ist schön. Ein paar Sprösslinge für den Anfang. Ja, wir werden sie gießen und so weiter und so fort. So, ich denke auch das Zen-Garten-Spiel werde ich jetzt einfach nutzen, um hier ein bisschen Geld nebenher zu verdienen. Und ich weiß noch nicht, ob wir wie ich das machen soll, ob ich am Anfang und am Ende jeder Aufnahme da dann mal vorbeischauen soll oder ob ich das komplett nebenher spielen soll, weil da können wir im Garten, ja, danke für den Dünger. Ja, ich gucke mich mal um, hier gibt es bestimmt was, was mir gefällt. Die kann ich mir noch nicht kaufen, weil die geben Geld. Es ist halt so, jedes Mal, wenn man hier eine Pflanze wässert, gibt es ein silbernes. Und wenn man eine Pflanze das erste Mal düngt, gibt es ein goldenes. Fürs zweite Mal düngen 2 goldene. Fürs dritte Mal düngen 3 goldene. Korrigiere, einen Diamanten, zumindest bei den Ringelblumen. Und man kann sie halt für 3000 verkaufen. Das heißt, man hat allein dadurch schon 500 Gewinn drinne. Und halt durch das Geld, weil ein bisschen Dünger ist ja auch noch mit drin und so weiter und so fort. Aber insofern macht man hier mit dem Zen-Garten immer ein Plusgeschäft. Und ja, ich würde sagen, wir haben jetzt den Zen-Garten. Der Zen-Garten ist ja gut. Ja, ich kann ihn aus dem Hauptmenü besuchen. Okay. Ja, ich muss mein Haus verteidigen. Ja. Wovor willst du mich warnen? Wieso? Okay. Danke, ich hasse die Bungee-Zombies auch. Ja, haha. Heide Witzka, ja, okay, da kommen die Blödmänner schon. Ist ja schön. Bungee, Bungee, Bungee. Und ein Durchlauflevel. Und ich würde sagen, damit beenden wir die Aufnahme. Gehen zurück zum Hauptmenü. Nein, wir starten das nicht neu. Ja, wir verlassen es einfach mal bis zum Hauptmenü. Und dann sage ich aus dem Startbildschirm raus... tschüss, bis zum nächsten Mal mit dem Zen-Garten, überlege ich mir und sag's euch dann beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Tschüss, bis dahin.